Das ist am Anfang für den Schüler fast unmöglich. Aber wenn man die Steuerung nicht gewöhnt ist, Thank you.
Controls, ich übernehme. Okay. Ich bin selbst dabei. Okay. Passt. Zum Knüppel links, rechts gibt es ein bisschen Seitenruder. Wenn das jetzt noch nicht genau koordiniert ist, ist es egal. Aber du machst das immer gleich sinnig und gleichzeitig. Das ist das harte Gerümpel. Die Wolke links von uns auf 10 Uhr, die wird ziemlich scharf. 4,5 Meter. Wir fliegen weiter. Wir merken uns das. Tankstelle, große Tankstelle. Die Jessen habe ich ein bisschen gelenkt, aber nicht viel. Aber für einen Flugsimulator. Ja, ja, das merkt man. Das sagen die Lehrer auch, die merken, ob jemand am Simulator trainiert. Das heißt nicht, dass er bleibend einen Vorteil hat. Es kommen manche, die keine Vorerfahrung haben, die einen langsamen Start haben, aber dann super sich entwickeln. Mhm. Also mal so, das ist sehr individuell. Aber alle Simulatorflieger haben einen dramatisch guten Einstieg. Und dieser rechte Seite. Ja, ein bisschen mehr rechts. Nein, nur das rechte ja. Metall. Ja. Der Knüppel links-rechts und Pedal links-rechts kommen gleichsinnig und gleichzeitig. Okay. Also wenn du den Knüppel nach links gehst, machst du zart linkes Pedal. Ja, genau, das war gut. Genau. Ich bin mir nicht sicher, wie fest ich in die Pedale kann. Ja, ich habe jetzt auch, ich stehe auch noch drauf. Ja. Also jetzt sind sie frei, jetzt kannst du probieren. Weil wenn ich nicht drauf bin, sehe ich nicht, ob spüre ich nicht, ob du einen Input gibst. Ja. So, ich übernehme wieder. Möglichst leicht und wenig Schräglage. Mhm. Und nehmen das mit, was da sich anbietet. War nochmal das weiteste, was du gefunden hast? St. Johann in Tirol und Wilderkeiden. Aber ich befinde mich jetzt schon außerhalb von deren Bereich.
vielleicht, du siehst den Springerkreis, das ist ein markanter Punkt, das ist der Kreisrund. Und der ist in der Mitte von unserer Windenstrecke. An einem Ende steht ein LKW, direkt nach dem Weg, rot, und am anderen Ende steht ein Flugzeug neben einem gelben Fahrzeug. Ja. Genau, und dazwischen liegt das Stahlseil. Die Winde spult dann das Seil auf und zieht den Segelflieger zu uns in die Luft. Also der würde uns entgegenkommen, aber viel weiter links. Und wenn die jetzt wirklich einen Windenstart machen, dann... Wir steigen einfach so. Sogar diskreditieren. Der ist gefährlich, verantwortungslos, weil sie. Also ich reagiere aufs andere Flugzeug. Kunstflug. Nein, das ist Formationsflug. So fliegen Segelflieger gemeinsam in der Thermik. Und das ist jetzt natürlich ein anderes Fliegen als vorher. Deswegen werde ich das nicht lang übertreiben, weil dann führt dich das über die Grenze. Mhm. Und wir fliegen jetzt eh weg. Jetzt überlasse ich ihn.
coole Kartstrecken da unten. Ja, das ist ein super Motorrad. Da fährt jetzt keiner. Das ist jetzt getrennt, die Dirt zur Track und die Asphalt-Track. Und früher war das eins. Da sind sie super Motorrad, also sowohl Asphalt als auch Dreck. Aber du siehst das, da gibt es ein Infield für die Supermotard-Rennen. Und das sind die echten Henker. Ich glaube, der fährt mit fast Slicks dann im Gelände. Und ob die Strecke mehr Asphalt oder mehr Dreck ist. Aber da muss eben beides können. Ja. So, wir steigen ab. Jetzt zieht genau die Handbremse. Okay, ja. Ich schaue nur auf